Seit Tagen gibt es kaum ein anderes Thema als diese Partie. Das Stadion ist bestens besetzt und die Fans freuen sich drauf. Wir zeigen es Ihnen live aus dem Old Trafford. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Die Kulisse stimmt im Old Trafford. Nur der Regen, liebe Zuschauer, der stört natürlich so ein wenig. Am Mikrofon ist wieder das gewohnte Kommentatorenteam. Gelbverdächtige Aktion, das könnte durchaus geahndet werden. Er sieht die gelbe Karte, so früh im Spiel. Nicht leicht, jetzt muss er gut aufpassen, damit er hier nicht noch vom Platz fliegt. Das könnte die Führung werden hier bei diesem Freistoß. Super gemacht vom Torhüter, er holt sich den Freistoß. Sie verlieren den Ball. Der Pass in den freien Raum, gut gemacht. Jetzt haben sie den Ball verloren. Jadon Sancho. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Hugo Lloris zeigt sein ganzes Können. Kein Tor. Da macht er diese hochkarätige Chance aus kurzer Distanz zunichte. Nee. Keine echte Gefahr bei diesem Kopfball. Ich weiß nicht, da muss er schon mehr rausmachen. Das ist doch harmlos. Eigentlich müssen sie jetzt nur noch die Nerven bewahren. Und dann ist die Meisterschaft eine klare Sache. Also bei dem Vorsprung kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass sie das noch aus der Hand geben. Lucas! Gut aufgepasst von De Gea. Da war es fast, das erste Tor in diesem Spiel. Aber der Keeper ist da, verhindert den Treffer. Tolle Parade. Jadon Sancho. Chance für Haaland. Da ist die Führung. Und sie haben es sich wahrlich verdient. Ja, bisher total überlegen. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der Treffer fällt. Wir sehen es hier nochmal, was entscheidend für das Tor ist. Er setzt sich unglaublich gut durch. Lässt die komplette Abwehr einfach stehen und sich den Treffer natürlich nicht nehmen. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Tottenham macht viel Druck jetzt. Sancho. Manchester United auf dem Weg nach vorn. Weite Flanke, nicht ungefährlich. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Und Lloris ist da. Den Ball hat er super gehalten. Ecke kommt in den 16er. Ball ist erstmal wieder raus. Jadon Sancho. Super gemacht. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Das war gefährlich. Er ist zur Stelle ein klasse Keeper. Erneut Ecke. Ecke in die Mitte. Parade von Lloris, weiter geht's. Er hat den Kopfball, starke Aktion. War aber auch ein super Abschuss, den musst du erstmal rausholen. Er geht in den Strafraum. An die Latte. Den Kopfball hat er, klasse gemacht. Gar nicht einfach, denn der war wirklich gut. Wieder ein Eckball. Ja, ganz energisch. Ball ist raus. Mbappé! Gehalten von Lloris. Klasse Aktion. Und Lucas. Emerson Leite de Sousa. Kane. Das könnte gefährlich werden. Tottenham macht viel Druck jetzt. Gute Aktion. Ball ist raus. Und da ist der Ball wieder weg. Sieht gefährlich aus. Ball ist bei Son. Ball kommt rein.
Da kann er erst mal klären. Sancho. Ball jetzt bei Alexander Arnold. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Da kommt die Tafel. 2 Minuten Nachschlag. Er geht schön dazwischen. Frenkie de Jong. Haaland. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Und zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Endlich geht's weiter. Nach diesem spielstarken ersten Durchgang konnten wir den Anpfiff zur zweiten Hälfte eigentlich gar nicht erwarten, Buschi. Ja, genau so ist es, Wolf. Diese erste Halbzeit gehörte mit zu den besten, was ich in letzter Zeit gesehen habe. Wird schwer, das zu toppen. Alphonso Davies. Ganz wichtig in dieser Szene, der Verteidiger holt sich den Ball. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Sie kämpfen um den Ball. Klasse Chance jetzt. Loris, tolle Parade. Die Fans können es nicht glauben. Für sie war das ein klarer Strafstoß. Vorne der Ballgewinn. Da zieht er ab. Den Header. Und damit verhindert er den Doppelpack, zumindest vorerst. Das war sie, die Riesenchance, aber wir sehen's, kein Tor. Ja, das kann dem Trainer nicht schmecken. Super gemacht, mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball, das war gefährlich. Er ist zur Stelle ein Klassekeeper. Ja, jetzt will man mit dem Wechsel nochmal neue Akzente setzen, insbesondere in der Offensive. Tor, Manchester macht's. Haben wir das Tor nochmal. Weit wird die Ecke reingeschlagen. Und dann ist er stark. Unwiderstehlich, wie er da mit dem Kopf zum Ball geht. Und dann ist der Treffer nicht mehr zu verhindern. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Fairer Einsatz hier. Klasse Aktion, Ball ist weg. Das war zulässig. Das Halbfinale im FA Cup steht an für Manchester United. Dann geht es auswärts. Oh, das wird gefährlich. Da ist das Tor. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung dieser Szene. Sie spielen den Ball zurück und dann macht das stark. Unwiderstehlich. Abwehr ist chancenlos, obwohl sie dicht dran sind. Also spitze gemacht. Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Guter Pass jetzt. So, mit dieser Entscheidung sind jetzt erstmal nicht alle zufrieden. Abseits. Ah, das war ganz eng bei diesem Steilpass, aber ich glaube, ja, eine andere Entscheidung kann es da nicht geben. Es war Abseits. Cristiano Ronaldo. Gehalten von Loris. Klasse Aktion. Die Ecke kommt rein. Ball ist erstmal wieder raus.
Also wenn er da den Schlenzer nimmt, dann geht er rein. Gut möglich. War eine Riesenchance. Sancho. De Jong. Ball ist bei Rashford. Ein guter Pass. Ja, nicht der erste. Sie sind heute gut drauf. Der Ball ist weg. Guter Vorstoß jetzt. Rodrigo Betancourt. Oliver Skip. Den spielt er gut und jetzt wird es gefährlich. Unglaubliche Parade. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Ecke kommt in den 16er. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Da trennt er ihn fair vom Ball. Und es bleiben noch 5 Minuten. Ronaldo. Und Loris ist da, den Ball hat er super gehalten. Da kommt die Ecke. Muss eigentlich fast ein Tor sein, aber Loris macht das super. Kein Treffer, was für eine Parade. Ecke kommt rein. Erstmal keine Gefahr mehr, gut gelöst. Die Chance für den Konter. Ja, vielversprechender Steilpass, schöner hoher Ball. Mehrere Passmöglichkeiten für Kane. Gefährliche Aktion, aber der Schlusspfiff in dieser Partie. Manchester United hat gewonnen. Jadon Sancho.